sieht mal echt beeindruckend aus, Leute. Das habt ihr klasse gemacht. Gefällt mir gut. So, mach mir überall schön hell. Ich mag es, wenn es Licht an ist. Was bist du für einer? Bist du wieder so ein Dementor oder was? Können wir auch. Wir haben auch ein Funkelblitz zu starten. Das packt sich nur du. Leute, wir haben den letzten Schalter. Wir werden ihn betätigen. Und das ist es gewesen. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Enshrouded mit dem Game Bro und dem Grimbo. Leute, und die Lydia ist wahrscheinlich auch irgendwo mit anwesend, zumindest im Geiste. So, Leute, ich habe mir vorgenommen, mit euch heute noch einmal loszuziehen. Ich möchte ganz gerne eventuell die Grabschleierkatakomben machen. Wo waren sie denn? Das war hier. Ich habe mir mittlerweile auch dafür ein paar Dietriche gebaut, damit auch das funktioniert. Aber bevor wir losziehen, möchte ich hier zu Hause noch ein bisschen was machen. Zum einen habe ich mir vorgenommen, ich möchte mit den Pflanzkübeln ein bisschen was machen. Da habe ich schon mal ein bisschen experimentiert. Ich weiß jetzt, wie ich an Setzlinge komme. Sehr schön. Und ich möchte dekorativ auch noch ein kleines bisschen machen. Ich habe gesehen, unser lieber Schreiner, der kann uns nämlich schöne Beleuchtung machen. Schöne Lichtquellen. Unter einer möchte ich einmal den Kronleuchter haben. Das finde ich wunderschön. Und guck mal hier, wir können so schöne Sachen machen. Glühwürmchen-Stehlampe. Glühwürmchen-Kronleuchter. Irre. Ein Glühwürmchen, ich glaube, sowas möchte ich auch haben. Wandlampen, verschiedene mit Kerzen, Feuerstellen. Klasse. Also ganz tolle Sachen, da möchte ich mir. Ich möchte zumindest heute einmal den Kronleuchter bauen. Erst den normalen, den hängen wir uns dann hier einmal in die Bude. Noch einmal kurz geguckt, was brauchen wir? Wir brauchen 6 Metallschrott und 4 Holzscheite. Ich hoffe, wir haben alles da. Ich denke, nein, falsche Kiste, Holzscheite sollten wir auf jeden Fall noch haben. Ich pack's erstmal hier unten hin, können wir gleich alles wieder rausschmeißen. So, wir nehmen einmal die Holzscheite mit, ich hole mir ein bisschen Metallschrott und dann machen wir das. Wenn wir dann auch schon mal beim Schreiner sind, möchte ich gleich auch noch einmal ein bisschen meine Waffen upgraden. Das geht nämlich auch, ich habe rausgefunden, wie man Waffen upgradet mit den Münzen. Da möchte ich auch ein kleines bisschen was machen. So, aber du baust uns jetzt bitte erstmal den Kronleuchter, mein Lieber. So, wo ist das schöne Gerät? Sehr schön. Und dann würde ich sagen, platzieren wir uns den doch einmal. Der hängt aber ganz schön niedrig, Leute. Ich guck mal, wir machen das mal. Kann ich das auch mit Snappen machen? So ein bisschen mittig hier. Okay, hängt jetzt ein bisschen niedrig. Dafür müsste man eventuell etwas höher bauen. Macht nichts. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier so hängen. Das macht sicherlich ein schönes Licht und irgendwie ist es auch gemütlich. Und es gibt ja auch Gemütlichkeitsbonuspunkte. Das ist ja auch nicht zu verachten. So, dann gehen wir einmal rüber und graden unsere Waffen ab. Das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig. Leute, guck mal hier, ich habe hier auch schon mal ein bisschen rumexperimentiert. Nicht wundern. Ich habe mit verschiedenen Blöcken experimentiert. Ich habe da vorne mal alles hingestellt, was ich momentan so bauen kann, damit man überhaupt mal ein Bild bekommt, was wir alles noch machen können. Ziegelblöcke. Ich habe hier den Ofen und habe angefangen, Lehmziegel zu brennen. Leute, schaut mal an, wie viele wir hier schon haben. Wunderbar. Damit können wir uns Ziegelblöcke und Dachziegel, Dächer machen, Loch und Löcher. Wir werden eine gesonderte Baufolge dazu machen, wo wir wirklich mal drauf losbauen und craften und machen. Aber das soll jetzt nicht heute unser Thema sein. So, hier habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe uns ein paar Erdbeersetzlinge gemacht. Ich glaube, ich hatte hier auch schon ein paar drin. So, genau. Ein paar haben wir hier. Dann habe ich hier auch noch etwas vorbereitet. Ich habe Flachs-Setzlinge gemacht. So, falls ihr wissen möchtet, wie das funktioniert, man geht im Grunde noch einfach hier dran, wählt sich das Rezept aus. Genau, ich sag mal, wir machen jetzt hier mal Beerenbusch-Setzlinge. Und dann weiß ich, ich brauche einmal Farmboden, einmal Beeren, einmal Wasser. Und das packe ich hier rein. Es ist genau wie mit den Öfen. Leute, das ist einfach zu einfach. Und ich bin beim letzten Mal nicht drauf gekommen. Habe ich die Sachen jetzt hier? Nein, habe ich nicht. Ist auch nicht so wild. Ja, machen wir dann alles mal in Ruhe und dann werde ich hier mal... Ich habe viel zu viele gebaut. Im Grunde genommen hätte wahrscheinlich die Hälfte gereicht. Ist aber nicht schlimm. Ich habe hier auch schon mal ein paar Erdbeerfelder angepflanzt. Sehr schön. Und das machen wir jetzt mal zusammen weiter. So, gib mir einmal den Flachs und gib mir einmal die Erdbeeren. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier erstmal ein schönes Erdbeerfeld. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin gerade nicht... Ja, komm, umtopfen. Man kann die Sachen, die man gesetzt hat, mit je wieder umtopfen. Ich muss in den Snap-Modus, damit das... Nee, war ich doch drin, oder nicht? Damit das einigermaßen ansnappt und vernünftig aussieht. Sonst gefällt mir das nicht. Und der kleine innere Monk bei mir fühlt sich dann nicht wohl. Der fühlt sich dann schwer getriezt. So, dann haben wir hier schon mal ein schönes Erdbeerfeld. Mal gucken, ich bin mal gespannt, wie lange es braucht, bis das wächst. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auch direkt hier neben noch irgendwo ein schönes Flachsfeld, ein kleines.
Ich denke, spätestens wenn wir Leinen haben wollen, und ich will auf jeden Fall Leinen haben, dann brauchen wir auch jede Menge Flachs. Weil, ich habe gesehen, für den verbesserten Gleiter brauchen wir Leinen. Und Leinen, woraus soll man Leinen machen, wenn nicht aus Flachs? Bin mir gespannt. Also, ich denke, das wird so sein. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie genau. Ich denke mal, wir werden noch die Jägerinnen-Spindel dafür benötigen. Dich tupfen wir sofort mal wieder um. Die müssen wir uns auch besorgen. Aber alles zu seiner Zeit, Leute. Es gibt so viel umtopfen, mach's vernünftig. Es gibt so viel zu tun. Und ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Aber es passt schon. So, ich werde jetzt auch gar nicht zu viel pflanzen. Wir machen noch zwei, drei Reihen. Und dann lassen wir das erstmal so. Und dann ziehen wir gleich los und schauen mal, ob wir die Katakomben gelöst bekommen. Wie gesagt, einen Dietrich haben wir dabei. Wir gehen auch noch einmal kurz unsere Waffen upgraden. So lasse ich das erstmal. Und dann schauen wir mal, wie schön das wächst und wie lange das dauert. So, pack den Rest hier wieder rein. Das ist jetzt alles meine Kiste, die alles beinhaltet, was irgendwie mit Pflanzerei zu tun hat. Das ist doch schön so. So, auf zum Spiel. Ich möchte Waffen upgraden. Und zwar habe ich mir überlegt, Ausrüstung verbessern. Ich möchte ganz gerne meinen Bogen einmal upgraden. Wenn ich den Bogen upgrade, bekomme ich bösartig. Bösartig erhöht den Hinterhaltsschaden um 20%. Scheint ganz gut sein. Präzise erhöht die Chance auf kritische Treffer um 5%. Wir haben ja diesen schönen, epischen Bogen. Ich würde sagen, auch das nehme ich nochmal mit. Ich kämpfe so gerne mit dem Bogen. Gefällt mir ganz gut. Mal gucken, das Beil können wir auch noch. Plus 4 Schnittschaden. Und plus 4 Wuchtschaden. Und damit habe ich auch meine Münzen, die ich aktuell habe. Guck mal hier, da sieht man, wie oft wir das verbessern können. Das Beil könnte ich noch einmal verbessern. Habe ich noch ein paar? Nein, habe ich nicht. Den Bogen könnte ich noch zweimal verbessern. Ziemlich cool. Und meine legendäre Stufe 7 Axt könnten wir noch viermal verbessern. Dafür brauchen wir aber jede Menge Material. Ich vermute, ich habe bei meiner Sterberei in der letzten Folge, vorletzten Folge, irrsinnig viel von dem ganzen Zeug irgendwo liegen lassen. Unterwegs verloren. So, ich pack das. Nee, komm, Flachs nehme ich mit. Obwohl, ich habe genügend Verbände, weil ich habe mir Verbände auf Vorrat gecraftet, Leute, damit wir da auch. Warum packe ich mir jetzt das Garn hier rein? Bist du bekloppt? Pack das Garn mal nach hier. Brauchst nicht mitnehmen. Lagerfeuer nehmen wir mit. Die Münzen könnte ich eigentlich auch erstmal hier reinschmeißen. Alles gut so. Also genügend Verbände sind am Start. Wir haben ein bisschen Buffoodwasser und so weiter. Wir haben Munition. Wir sind bewaffnet. Es wird dunkel. Wir legen uns schlafen und dann ziehen wir los. Ein schöner Kronleuchter, Leute. Aber der hängt zu tief. Da muss ich mir was anderes einlassen. Vielleicht kommt der woanders hin. Du könntest doch, Moment mal. Leute, das machen wir jetzt einmal ganz kurz. Der Turm ist, glaube ich, etwas höher gebaut. Wenn ich mich nicht irre, ist die untere Etage. Leute, ich renne hier irgendwo gegen. Ich sehe nämlich gar nichts. Es ist ganz schön duster hier. Zum Glück hängt hier noch keine Türe. Nee, das ist auch sehr niedrig gebaut. Ich hätte gehofft, dass wir hier höhere Etagen haben. Aber, gib mal her. Wir pappen dich trotzdem einmal hier dran. Gucken so grob in die Mitte. Das ist doch schön prunkvoll und prachtvoll. Das passt auch super gut in den Turm. Gefällt mir irgendwie ganz gut. Dann machen wir uns für zu Hause was anderes. Wollen wir jetzt ganz schnell schlafen gehen? Ich glaube, das ist noch ein Bug hier, dass das so hell strahlt manchmal. So, ab ins Bett. Mein Lieber, ruh dich aus, heil dich ein bisschen. Wir haben viel zu tun für heute. Komm, hau rein. Wo ist der Hahn? Ich dachte, das Schlafen würde auch ein bisschen heilen. Dem ist anscheinend nicht so. Habe ich noch Erdbeeren? Ich habe auf jeden Fall die blauen Beeren. Davon können wir uns mal welche gönnen. Ein Schluck Wasser. Auch mal eine Nuss. Oh, Nuss können wir gerade nicht. Ist in Ordnung. Aber Erdbeeren. Wir holen uns Erdbeeren. Wir haben ja welche gepflanzt. Und wir haben auch noch ein paar Stück hier. Hoffe ich. Ah, nicht mehr so viele. Können wir jetzt auch nicht. Erdbeeren geben nämlich auch ein bisschen Heilung über Zeit. Dann nehmen wir uns den Verband wieder ran. Wir haben ja jetzt genügend. Gönn dir einen Verband. Und dann zieh los. Ich würde sagen, wenn wir hier hin wollen, müssten wir uns grob nach hier teleportieren. Ich habe auch hier hinten noch einen Zuhause-Stein, einen Flammenaltar hingebaut. Den habe ich mir von hier weggenommen, von Weidesloh, und habe ihn hinter die Brücke gesetzt. Im Prinzip direkt ans Schreinerlager. Schreinerlager? Schreinerlager, genau. Damit wir nicht immer über die Brücke müssen, weil die Gegner sind echt fies. Ich glaube, das sind Elite-Gegner. Die sind krass. Ich habe es noch einmal versucht, ihnen ein bisschen zu bekämpfen. Ich denke, es ist schaffbar, aber sie sind wirklich fies. Ist einfach so.
So, auf geht's. Nicht mehr lange sammeln. Grimo, du quatschst schon wieder viel zu viel. So, da sind wir. Ich mache natürlich auch mal wieder den Abstecher nach oben. Leute, es muss einfach sein. Ich liebe es. Ich muss den Turm hinauf. Und ich werde das bei Gelegenheit nochmal upgraden, damit wir hier noch höher können. Damit wir einen richtig schönen Flieger auf Flug machen können. Und wenn wir den verbesserten Gleiter haben, den ich mir auch in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall holen möchte. Ich glaube, es wird schwierig. Es wird auch wieder eine Geschichte, vielleicht für die wir noch nicht reif sind. Aber es kitzelt mir so in den Fingern. Ich möchte den Gleiter haben. Ich weiß auch schon grob, wo ich dahin muss. Kümmern wir uns drum. In einer der nächsten Folgen. So, aber jetzt erstmal orientieren. Dort sind die Grabsteinkarte gekommen. Vielleicht machst du hier nochmal einen Wegpunkt, mein Lieber. Und dann auf geht's. Schön auch das Geräusch beim Gleiten, wie der Wind in den Segeln flattert hier. Irre schön. Leute, das ist ein Wahnsinnsspiel. Ich hoffe, ui, schön geglitten. Ich hoffe, da wird noch sehr viel kommen. Ich bin sehr gespannt, was die Entwickler uns noch liefern werden. Aber ich glaube, es wird insgesamt großartig. Nimm dir mal ein bisschen was mit zwischendurch, wo du dran vorbeiläufst. Das kannst du auch mitnehmen. Wir müssen rechts herum. Ist das wirklich so? Sind das die Katakomben, die wir beim letzten Mal gesehen haben? Oder vertue ich mich da jetzt? Könnte natürlich sein. Würde mich nicht wundern. Ist mir schon öfter passiert. Bienen, Laubgrimo. Keine Lust mit Bienen, mich jetzt aufzuhalten und zu kämpfen. So schön, das wird erstmal aktiviert. Damit wir im Todesfalle auch hier wieder zurückkommen. So, ich denke, wir gehen einfach mal hier rechts herum. Um den Berg herum. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch so gemacht. Hier sind wieder Bienen. Aber die lassen uns in Ruhe. Schön. Und hier? Was war hier? Genau, hier gibt es Feuerspeien noch und Löcher. Und Wölfe. Komm, du mieses Vieh. Ich habe abgegradete Waffen für dich am Start. Komm her. Schmeck den Stahl. Hetze Kohlen? Es geht nichts über Stahl. So, nehmen wir mal mit. Feuerstein hole ich mir ein andermal. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Da ist schon wieder ein Rudel Wölfe. Aber ich möchte nicht mit euch kämpfen. Ich versuche mich so ein bisschen hier links herum an euch vorbeizuschleichen. Und ich denke, hinter, genau da müsste es gleich kommen. Hier war der Hintereingang zum Plündererhügel. Hier konnte man unterirdisch rein. Und auf der linken Seite gleich müsste der Grab Dingsbums. Was haben wir denn hier? Ach, nur Pflanzenfasern. Genau. Die Feste. Donnerfeste? Nee, das ist was anderes. Die Grabschleierkatakomben. War das so? Hieß das so? Ich glaube, das hieß so. Grimo, renn! Gib Gas, wir haben einen Dietrich dabei. Und ich möchte da jetzt rein. Beim letzten Mal standen wir ziemlich blöd davor und ich wette, wir hätten es aufmachen können. Aber das hatte Gründe, warum ich das nicht geschafft habe. So, mach es auf, schließ es auf, mach ihn nicht kaputt. Super gut, wir sind drin. Leute, Grabschleierkatakomben, wir haben es geschafft, wir sind drin. Aber geschafft haben wir noch lange nicht. Zu Ehre der Erde, dem Eis und dem Erbe. Zu Ehre der Erde, dem Eis und dem Erbe. Okay, Blick nach links, gedenk dem Ältesten, so wagt erst zu reißen und richten. Der Schnabel des Adlers durchbohrt Wolken am Himmel, erhöht keine Bitte, den Schnee tränkt das Blut der eigenen Sippe. Der Weg nach rechts führt zur jüngsten einst Tochter der Lieder, trägt alles Leid, legt die Axt nie wieder nieder. Führt Gefolgschaft, bedrückt durch Ebbe und Flut, erleuchtet durch Mut, selbst das Herz der Brut. Der Hauptraum gedenkt Mutter und mittlerem Sohn, finde beide Verstecke, dann gebührt dir der Lohn. Das ist ein Rätsel und ich denke, ich muss es lösen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hier ist noch so ein Ding. Zu Ehre der Erde, dem Eis und dem Erbe. Blick nach links, gedenke dem Ältesten, so wagt erst zu reißen und richten. Der Schnabel des Adlers, das ist, glaube ich, derselbe Spruch. Ich lese ihn jetzt nicht nochmal komplett. Hier gibt es viel mühsel bewährte Blöcke. Leute, das sieht schon ziemlich cool aus, aber ich habe ein bisschen Angst. Hui, Leute, wie die Glühwürmchen hier loszischen. Also das sieht mal echt beeindruckend aus, Leute. Das habt ihr klasse gemacht. Gefällt mir gut.
ein Gegner. Welches Level hätten wir denn gern? Na, komm doch mal ran. Level 7 ist in Ordnung. Das können wir mit umgehen, glaube ich. Ich sollte aber auch ab und zu mal blocken. Sollte ich wirklich ab und zu tun. So, einer weiß ins Grab, einer bleibt. Nimm das! Und das! Und von hinten, komm! Gib's die Demo. Und gönn dir gleich auf jeden Fall auch mal einen Verband. Da bin ich ja wahnsinnig gespannt, ob ich das hier... Oh, da hängt einer in der Wand. Ist geglitscht. Sollen wir dir das Tor mal öffnen? Ich denke, wir machen dir mal das Tor auf, damit du da entglitschen kannst. Ja, gib mir alles, was du hast. So, hier runter möchte ich jetzt erstmal noch nicht. Ich möchte erstmal hier oben schauen, was wir hier oben haben. Auf der Tafel stand ja was von links und unten ist viel Miasma. Ich möchte da gar nicht reinfallen. Möchte ich ehrlich gesagt wirklich noch gar nicht. Bin ja sehr gespannt. Sind das Kletterwände da oben? Nicht im Ernst, oder? Okay, hier geht's schon runter ins Miasma. Ich habe gar keine Fackel dabei, oder? Haben wir eine Fackel? Vielleicht machst du es mal so. Noch eine Tür für einen Dietrich. Wir könnten ja gleich, wenn wir oben sind, nochmal einen Miasma-Schutztrank benutzen. Was hältst du davon? Da hinten geht's wieder hoch. Gegner sind alle Level 7. Das ist... Oh, aufpassen, Grimo. Zwischendurch mal ein Block könnte ein Wunder wirken. Und ab und zu auch mal einen Verband benutzen. Das sieht echt stark aus. Also ich mag das Flair. Aber hier unten scheinen wir falsch zu sein, oder? Das, nein? Ich denke nicht. Da sind wir schon mal durch und wir finden die erste Kiste. Knisternder Feuerstab. Zauberstab Stufe 7. Das ist ja gar nicht so übel. Okay. Ich denke, ich gehe mal hier auf der Seite hoch. Auf der anderen sind wir gekommen. Auf dieser werden wir gehen. Schön, wie das Licht angeht, wenn wir kommen. Lierungsschalter. Ist das eine Kiste? Nein, ist es nicht. Ich mag die Geräuschkulisse hier unten. Oder? Das gefällt mir gut. Richtig Gänsehaut. Bringt es was, wenn wir das hier zerschlagen? Ah, ich denke nicht. Ich glaube, das dauert zu lange. Ist das hier das... Nein. Dietrich, wir brauchen aber eine Menge Dietrich. Ich hoffe, ich habe Material dabei. Für Dietrich, sonst müssen wir was sammeln gehen. Und hoffen, dass wir Eisenschrott finden. Oder wenn wir im schlimmsten Fall nochmal wiederkommen. Hier ist eine Kletterwand. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. So, mach mir überall schön hell. Ich mag's, wenn's Licht an ist. Was bist du für einer? Bist du wieder so ein Dementor oder was? Oh mein Gott. Komm, du hast doch einen Zauberstab. Gönn dir doch mal den Stab. Hui. Können wir auch. Wir haben auch einen Funkelblitzenstab. Das packt sich nur du. Schrei nicht so, Lady. Mann, mach den Krach. Ich glaube, hier sind wir wieder in der Haupthalle. Kann das sein? Also, ich muss euch sagen, meine Orientierungssinn ist wirklich mieser als ein Sachseifer, aber ich glaube, von hier sind wir gekommen. Vier Schalter müssen wir finden. Leute, das kann mal eine Aufgabe werden. Vier Schalter finden. Abschleierkatakomben. Wahnsinnig interessant. So, dann gehen wir mal hoch auf die nächste Ebene und schauen, was wir hier so finden. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Schalter.
Damit hätten wir den ersten gefunden. Gegner? Erste Tür. Mach doch auf, kannst nicht? Ach, kannst du. Wir lassen keinen Raum unentdeckt. Außer die, die wir nicht finden. Aber ansonsten werden wir alles aufdecken, Leute. Wie gesagt. Feuerballsprüche, sehr schön. Die haben doch zufälligerweise auch den Zauberstab dabei. Und könntest du den ja vielleicht mal ausrüsten. Dann benutzen wir auch mal die schön. Was ist denn das? Oh, eine lebende Türe. Was ist denn das? Ui. Krass, was war das? Uiuiui. Ui, ui. Ich weiß nicht, ob wir hier schon sein wollen. Aber ich denke, wir müssen. Ja, komm, geh mal runter. Wir schauen uns einfach mal um. Es gibt so viel zu entdecken. Waren wir hier nicht gerade schon? Oh, wir sind doch gerade hier hochgegangen. Mann, solche Sachen irritieren mich. So, von hier sind wir gerade gekommen. Dann bin ich hier rüber. Rübergeschwungen. Wir haben den Schalter betätigt. Genau. Und dann gehen wir hier mal weiter. Mach doch mal ein bisschen Zauberstab-Action. Das machen wir doch viel zu wenig. Mittlerweile macht der Stab auch ein bisschen Schaden. Und vielleicht hätten wir es einfach gesprengt. Aber einfach, das magst du nicht so, Grimo, das weiß ich. Das Einfache liegt dir nicht so im Blut. So, wir haben einen Schalter erst gefunden. Einer von vier. Ich war gespannt. Leute. Das ist viel zu viel für mich. Hier waren wir doch gerade schon unten. Ich dachte, hier wäre ich schon gewesen. Hat mir die Tür nicht gerade schon aufgeschlossen? Warum bist du jetzt wieder zu? Oder hatte ich das noch nicht gemacht? Nein. Hier waren wir noch nicht. Da gehen wir nicht runter. Mein Lieber, nicht in das rote Tor. Ui. Kakerlake! Maxi mit deiner Fackel! Eigentlich solltest du das hier mitmachen. Und gönn dir auch mal einen Verband. Leute, das macht mich irre, wahnsinnig. So, wir müssen da drüben irgendwie an diese Kletterwände. Hier sehe ich jetzt nicht, wie wir da dran kämen. Jürgen Haken, irgendwas zum Festhalten? Also, wenn wir da unten reinspringen, sind wir tot. Das kannst du vergessen. Ja, nimm ruhig mal Beine mit. Kann nicht schaden. Möchte ungern hier rüber springen. Gott, ich weiß es nicht. Ich bin überfragt. Oben, vielleicht von der anderen Seite. Hier erstmal weiter. Remo, guck mal hier. Gibt's doch auch noch schöne Sachen. Nicht ins Rote treten. Das Rote tut weh. Okay, eine neue Kiste. Ein neuer Bogen. Aber wir haben ja schon schön. Also den brauchen wir nicht so dringend. Also ich denke, das ist gar keine Kletterwand, sondern einfach nur ein Gitter. Ey, na das hat gut geklappt. Dir fast die Füße verbrannt, mein Lieber. Eine Kiste. Super schön Eisbolzen. Das ist schön. Das macht mich ja nervös. So tief im Jasma zu sein. Noch 3 Minuten und ich weiß gar nicht, ob ich
komme ich hier vernünftig wieder rauskommen? Wow, das sind viele Biester. So sammelt er sich zu viel ein. Sonst verpennst du die Zeit hier drin. Ich muss einmal wieder raus. Wir müssen wieder frische Luft tanken. Wir haben immer noch nur einen vermaledeiten Schalter gedrückt. Wir gehen mal hier in die Richtung weiter und gucken mal, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Hier geht's wieder runter. Aber hier sind wir schon gewesen. Oder? Ja, hier waren wir schon. Kein Schalter zu sehen. Aber eine geöffnete Truhe. Okay, von hier sind wir gekommen. Leute, sieht das schön aus. Aber wir müssen wieder rein, Grimo. Wir müssen hier rein. Okay, diese Türe gilt es noch zu öffnen. Ich vermute ja, wir können hier nichts aufschlagen, oder? Natürlich nicht. Unten sind wir garantiert gerade schon gewesen. Also das kann ja eine Geschichte werden. Vielleicht nimmst du dir eine Waffe in die Hand. Falls irgendwas kommt, genau sowas wie das Krabbelviehzeug hier. Wo ist es denn hin? Hier kämen wir mal von unten wieder hoch, wenn man runterfällt. Das ist gut zu wissen, aber ich möchte erstmal auf die andere Seite nach oben. Okay, hier war nochmal die Kletterwand. Da waren wir aber schon oben. Das haben wir alles schon gesehen und gemacht, glaube ich. Da ist immer noch nur der eine Schalter. Egal, ich gehe nochmal rüber. Vielleicht haben wir auf der anderen Seite noch was übersehen. Zum Beispiel dieses Loch. Nein. Das war die Tür, die von Glipschibert geschlossen wurde. Wunderschön, aber ich habe keine Ahnung, wo diese blöden Knöpfe sind. Aber es gibt Holz. Holz und Tränke, vielleicht sollten wir die mal mitnehmen. Kann ja nicht schaden, wenn du einfach mal alles einsammelst und weglootest, was du hier so liegen hast. So, dann nochmal rüber auf die andere Seite. Tja, Grimbo, du siehst mich ratlos und ich dich auch, glaube ich. Sollen wir doch mal hier runtergehen ins Miasma? Wir nehmen aber mal eben einen Trank. Haben wir noch welche? Wir haben noch genügend. Und füllen unsere Zeit einmal bis zum Anschlag auf. 9 Minuten, das gibt uns noch ein bisschen mehr Puffer. Einfach mal
versuchen, das Ganze hier vernünftig abzulaufen und hier waren wir schon, hier waren wir schon. Das bringt uns hier unten nicht weiter. Nicht im geringsten, lieber Grimbo. Da liegt was. Ach nee, da können wir nur die Türe schließen. Lass sie auf, dann wissen wir, dass wir schon hier waren. So, hier waren die, glaube ich, auch noch nicht. Hast schon wieder so ein Dementor. Oh, verdammt. Du mit deinen miesen Lenkgeschossen, wirklich. Aber kann man sich ganz gut drunter wegducken. Das klappt eigentlich ganz gut. Wenn man es denn macht. Also ich würde aber sagen, in die Richtung möchte ich gar nicht so weit. Was ist das? Da ist noch eine Kiste. Eine schön versteckte Kiste. Die holen wir uns mal eben schnell. Feuerbälle. Auch nicht schlecht. So, also wohl nicht ins Rote hopsen. Sehe ich da einen Schalter? Irgendwo. Ist das einer, auf den wir schießen müssen? Sehr gut. Dann haben wir zwei. 2 von 4, oder 5? 6 Minuten haben wir noch. Ich glaube, hier waren wir schon. Genau, an der Kiste waren wir. Verzettelt mich doch wieder richtig. So, komm, wir gehen nochmal zurück. Au, 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 aufpassen, aufpassen. Nein. Ja, das war glorreich, mein Lieber. Da liegen wir auch schon. Zumindest unser Loot. Nicht zu nah rangehen. Gefunden, zwei noch offen. Leute, ich würde sagen, wir schaffen das wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr. Das. Verdammt, wir sind so nah dran. Das scheint mir etwas aufwendiger zu sein. Ich hoffe, dass die anderen beiden Schalter beim nächsten Mal dann noch betätigt sind. So, ihr Lieben, ich habe mir überlegt, wir machen doch noch ein bisschen weiter. Zwei Schalter müssen wir noch finden. Und ich habe mal ein bisschen gespickt. Schaut mal, was man da oben sieht und man kann es kaum erkennen. Na, krieg ich dich? Und damit haben wir den dritten Schalter und ich weiß auch jetzt, wo der letzte Schalter sein würde, könnte. Wir gehen noch einmal hier runter. Richtung dem Schalter, den wir gerade hier schon betätigt haben. Und nun müssen wir einmal hier rüber. Hier rüber, hier rüber, hier. Hier entlang, hier hoch.
Ich weiß nicht, bin ich jetzt richtig? Genau. Einmal nach hier oben. Leute, ich habe für den letzten Schalter nachgeschaut. Das hätte ich im Leben, wäre ich ja nicht drauf gekommen. Schaut mal hier. Hier gibt es ein Sprengfass. Ein Sprengfass, Leute. Die Dinger liegen noch an allen Ecken. Und das Sprengfass müssen wir vernichten. Und dann öffnet sich hier eine Türe. Hier sind noch mal ein paar Gegner. Die können wir auch einfach mal eben vernichten. Na komm schon. Gib doch einfach auf. So, und wenn wir jetzt dem Wege hier folgen, hinter diesem Loch, was wir uns aufgesprengt haben, finden wir den letzten Schalter. Leute, auf den einen hätte ich vielleicht sehen können, den da oben. Das wäre irgendwie machbar gewesen. Aber hier, das hätte ich im Leben, wäre ich da nicht drauf gekommen. Vielleicht hätte ich irgendwann mal aus Zufall dieses blöde Loch gesprengt. Oh, wir sind kurz davor zu sterben. Gönn dir mal einen Verband. Leute, wir haben den letzten Schalter, wir werden ihn betätigen. Und das ist es gewesen. Eigentlich gar nicht so schwierig, bis auf wirklich dieser letzte Schalter. Wahnsinn. Wer denkt sich sowas aus? Leute, das ist... Das hat ja auch mit Rätseln nichts zu tun. Sorry, liebe Entwickler. Sowas muss meiner Meinung nach nicht sein. Vielleicht bin ich da eigen. Aber ich finde das... Na, komm, hüpf rüber. Das ist eine Art und Weise, Rätsel zu machen. Das ist nicht rätselig. Irgendwo eine Kiste verstecken, die man hochsprengen muss. Ich hätte... Also zum Let's Play ist das echt eine fiese Sache. Ich hätte das nicht gefunden. Da hätte man wirklich stundenlang suchen müssen und dann durch Zufall auszusehen, hätte ich irgendwann mal diese Kiste kaputt gemacht. So, komm, wir öffnen das Grab. Wir bekommen Erlands Bollwerk Schild Stufe 8. Schöne Sache. Gewöhnlich. Aber nett. Nehmen wir mit. Ist das jetzt hier gewesen? Sind wir durch hier drin? Oder kann man hier jetzt noch irgendwas Tolles finden? Und schau mal in die Quests. Tagebuch. Das Grabmal der Könige. Wir haben es erledigt. Öffne den verschlossenen Raum und berge dessen Schätze. Ja, das wird es gewesen sein. Ich hätte gedacht, hier gibt es vielleicht etwas mehr. Aber so ein schöner Schild ist ja auch nicht schlecht. Ausrüsten. Wir tauschen dich gegen unseren Stufe 8 Schild. Leute, und der leuchtet schön. Das ist natürlich auf jeden Fall eine sehr, sehr geniale Sache. Schön. Wir haben es geschafft. Ich bin froh und glücklich und stolz, auch wenn ich den letzten Schalter nicht allein gefunden habe. Wir stellen uns noch einmal kurz hier in den Eingang. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. So. Na, so. Sehr schön, Leute. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz, ganz fleißig in meine Videos und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamero.